Mineralstoff Zink, das Multitalent. Zink, ein unterschätztes Spurenelement. Zinkmangel hat krasse Folgen und viele wissen nicht davon. Ganz schön krasse Schlagzeilen, oder nicht? Hallo Freunde, mein Name ist Famulous. Logisch, heute geht es um Zink. Selbstverständlich, wie immer, science-based und mit entsprechenden Quellenangaben zum Nachlesen in der Videobeschreibung. Bevor wir uns anschauen, was Zink im Körper macht, müssen wir uns einmal anschauen, was Zink überhaupt ist. Zink ist ein Spurenelement. Das bedeutet, dass Zink in winzigen Mengen in unserem Körper vorkommt. Spuren eben. Im menschlichen Körper finden wir gerade einmal 2 bis 3 Gramm Zink vor. Das ist weniger als meine morgendliche Portion Kreatinmonohydrat. Der Hauptteil des Zinkvorkommens findet sich in Iris und Retina der Augen, in Knochen, Leber und Haaren und in den Langerhansinseln der Bauchspeicheldrüse wieder. Zink ist Bestandteil von über 300 Enzymen im Körper. Dadurch ist es unabdingbar für viele Stoffwechselprozesse. Von der Zellteilung über die Hormonproduktion bis hin zum Wachstum unserer Haare. Logischerweise würde ein Zinkmangel nichts Gutes bedeuten. Der Stoffwechsel wäre beeinträchtigt, bestimmte Immunzellen könnten nicht richtig arbeiten und Entzündungsprozesse würden aus dem Ungleichgewicht geraten. Zinkmangel ist meist mit Wachstumsbeeinträchtigung, beeinträchtigter Immunfunktion, Hautstörungen, kognitiven Funktionsstörungen und Anorexie, also Appetitlosigkeit, verbunden. Abgesehen von genetischen Defekten kann ein Zinkmangel durch verringerte Aufnahme oder erhöhte Ausscheidung auftreten. Betroffen sind insbesondere Patienten mit Infektionen und entzündlichen Erkrankungen, aber auch jene mit chronischen Darmerkrankungen, mit ausgeprägten Essstörungen, mit Diabetes und mit einer Niereninsuffizienz. Außerdem haben Schwangere, Stillende, Vegetarier und Veganer sowie ältere Menschen und auch Sportler einen erhöhten Zinkbedarf. Laut der Weltgesundheitsorganisation führt Zinkmangel in Entwicklungsländern zu einer hohen Sterblichkeitsrate und Verlust an gesunden Lebensjahren. Experten schätzen, dass 2 Milliarden Menschen unter Zinkmangel leiden und dieser Mangel eine Mitursache für den Tod von weltweit ca. 1 Million Kindern pro Jahr darstellt. Die empfohlene Zinkzufuhr wurde von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung 2019, also vor einem Jahr, neu reformiert. Das liegt daran, dass man in Untersuchungen beobachten konnte, dass eine vollwertige Ernährung mit vielen Vollkornprodukten und Hülsenfrüchten die Aufnahme von Zink um bis zu 45% vermindern kann. Das liegt daran, dass diese Produkte besonders reich an Phytat sind. Nur mal so als Randbemerkung, dass Phytate, Ballaststoffe und Durchfallerkrankungen die Zinkaufnahme hemmen, ist schon seit mehreren Jahrzehnten bekannt. Aber naja, immerhin zieht die DGE endlich mal nach. So ergeben sich für Erwachsene Tagesbedarfe von bis zu 10 Milligramm für Frauen, 14 Milligramm für Stillende und 16 Milligramm für Männer. Man muss hier ehrlicherweise anmerken, solch hohe Mengen über die Ernährung zu decken, ist nicht gerade einfach. Man muss schon täglich ein breites Spektrum von Fleisch, Fisch, Eiern, fettem Käse und Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Nüssen und Kernen zu sich führen, um den Bedarf abdecken zu können. Beispiele gefällig? Ich habe es für euch durchgerechnet. Um die empfohlene Zufuhrempfehlung eines erwachsenen Mannes abzudecken, müsste man entweder 200 Gramm Rindfleisch, 200 Gramm Emmentaler, 10 Eier, 300 Gramm Pinienkerne, 400 Gramm Hafer oder über 600 Gramm Nüsse oder 20 Kilogramm Weißbrot essen. Laut der Nationalen Verzehrstudie 2 des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft liegt die mittlere Zufuhr von Zink bei Frauen bei 9,1 Milligramm und bei Männern bei 11,6 Milligramm pro Tag. Die Hauptquellen sind Vollkornbrot, Fleisch, Wurst, Käse und Milchprodukte. Allerdings sind die Werte mit Vorsicht zu genießen. Es gibt 4 große Kritikpunkte. Erstens, dies ist ein Mittelwert. Zweitens, der Phytatgehalt wurde in dieser Untersuchung nicht berücksichtigt. Drittens, konkrete Daten zu speziellen Risikogruppen wie Veganern, Schwangeren und Sportlern fehlen.
Und viertens, diese Werte beziehen sich noch auf die alten Referenzwerte. Es gibt diverse Studien, die zeigen, dass ein relativer Zinkmangel, insbesondere bei oben genannten Risikogruppen, im Serum häufig vorkommt. Eine adäquate Nahrungsergänzung kann sinnvoll sein und bei seelischen, hormonellen bis hin zu körperlichen Problemen helfen. Aber dazu mehr im nächsten Video. Dein Famulus. Alle Quellen habe ich euch wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Links geht es zu Wirkungen von Zink sowie zur Zinkvergiftung. Vergiss nicht, mir ein Abo dazulassen und die Glocke zu aktivieren, damit du keines meiner Videos verpasst.